Willkommen zurück zum letzten Spiel des heutigen Abends. Copenhagen Wolves gegen N Faculty. Ich hoffe, dass zwei. Ja, Navi sage ich. N Faculty konnten gerade Navi schlagen auf Inferno. Bisschen überraschend. Mal gucken, ob sie jetzt hier die Dänen auch noch schlagen können. Dann wäre es ein guter Abend hier für den deutschen Verein. Mit schwedischem Line-Up, beziehungsweise schwedisch-dänischem Line-Up. Oh, Friese einfach mal im Laufen, Headshot gegen die Mitte, die ja schnell kurz einnehmen wollten. Glaive ist davon, Fries mit seinem zweiten. Und Glaive sneakt sich gut durch. Schade, dass seine Mates noch nicht bei ihm sind. Jetzt sind da. Oh, nein, nein. Was macht er denn? Warum muss ich einfach warten? Vielleicht zu zweit gegen Base zielen oder so. Nein, der Retake wird unaufhaltbar werden. Ah, Spitfire ist sogar die Mitte raus. Ach, locker durchdiffusen. Hätte da auch gerankt. Chipnix holte sich aber. Die Wolves mit der Pistol. Die war mal wohl gar nichts. Faculty Seiten. Aber auch krasse Shots von Fries. Fand ihn der erste im Laufen. Na, Kerrigan war heute ganz treffsicher. Könnte somit seinem Landsmann Fries hier die Stirn bieten. Wieder mit AWP spar. Vorhin auch schon gemacht. Geht mit raus. Hat da immer Support von Dupree. Sehr stark. Dupree ohnehin einer der... Also ein ziemlich krasser Aimer, muss man sagen. Schießt sehr, sehr gut um. ...2-0 ist safe. Faculty mit dem Plant aus der ersten Runde jetzt gekauft. Einer hat er da schon wieder geleckt, ey. Es ist so nervig. Wenn Welf da mal was tun würde, das wäre so gut. Es geht schnell lang raus. Ah, die hat aber schon den Nate gefangen. Sie wollen hinterher. Wollten ja den zweiten Frag, aber hat zu lang gedauert. Sie gehen komplett durch. Das sieht man auch nicht so häufig. Okay, es ist ein schneller. Ah, Split kurz war auch schon von. Da kommt die Smoke. Fracks passieren aber nicht wirklich für Faculty. Oh, der Langspieler Pronax rausgegangen und damit werden sie nicht rechnen. Wenn Glaive jetzt das jetzt hier lange überlebt, viel rausholen kann, bestenfalls noch einen Frack zieht, dann kommt Pronax gleich von hinten und er ist schon da. Macht den ersten Hit einmal wegbleiben. Sehr, sehr schön gespielt von Pronax. Richtig stark. Schnappt sich hier die erste Runde für sein Team. Glaive auch gut aufgepasst. AWP mitgebracht. Ja, auch so eine schnelle Runde. Kann mal von Erfolg gekrönt sein. Copenhagen Wolves haben aber gekauft. Zu zweit lang gesprengt. Das haben die T's natürlich auch gehört. Nehmen den dementsprechend schnell kurz ein. Entscheidung haben sie noch nicht getroffen. Wir müssten aber auf jeden Fall wissen, dass die Wolves gekauft haben. Ja, wobei, da kamen zwei Nades. Das könnte auch eine Eco sein. Oh, sie contacten sich jetzt einfach raus. Verraten sich nicht mit einer Smoke und der
Go ist auf jeden Fall ganz gut. Sind jetzt schon da. Dupree ist da super überrascht von. Kann trotzdem einen machen. Aber solange es nur einer ist, ist es okay. Pimp blockt da die Cutters. Sehr schön gemacht. Man hätte vielleicht einen Ticken drin bleiben sollen. Kerrigan im 1 und 2. Sie holen hier diese Runde. Direkt Druck auf Kerrigan. Klar, mit dem Plant Sound. Hat man es da als T richtig, richtig schwer. Ah, da hat sich der Frag von Dupree da doch noch ausgezahlt. Auch wenn es nur einer war. Hat der T vielleicht auch nicht gut genug da gehittet. Und das Überraschungsmoment war auf Seiten von den Terrors. Die Eco bei Faculty gibt mir die Gelegenheit, ein paar Zwischenergebnisse durchzugeben. Einerseits steht es bei Very Games gegen Navi 2:4. Da wird ebenfalls das 2 gespielt, Very Games als CT unterwegs. Und Astana spielt gegen die Polen von Universal Soldiers und Astana führen gerade 10:8. Schade, dass es ein knappes Spiel wird, ist. Das hätte ich ja gerne übertragen, aber der GoTV will nicht. Bin vorhin nicht raufgekommen und ehe ich da jetzt noch lange rumprobiere und warte, habe ich jetzt das Match gemacht. Oder mache ich jetzt das Match, das dann dafür vollständig in voller Länge. EPS-Ergebnisse kann ich dann durchgeben. Das ist das Endergebnis. Ach cool. Bombe A gelegt, letzter Terror B. Sieht man auch nicht oft. Oh, kommt dann die Arme? Oh! Junge, Junge. Hätte sie doch nochmal schießen können. Dann hätte sie vielleicht sogar gesaved. 4:1 aber die Führung für die Dänen. Die variieren. Boosten Freeze kurz. Ich habe nichts als Supporter. Ist hier ein Cutters unten. Langen ist aber wieder raus. Verstehe nicht, warum, wenn man kurz boostet, warum da einer alleine lang geht. Hätte ich wohl nicht verstehen. Dafür Freeze zum 4 gegen 4. Wieder gibt Faculty lang Gas. Wieder kommen sie durch. Aber auch natürlich mit so ein bisschen Mithilfe. Und diesmal stirbt aber Glaive. Und das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus für Copenhagen Wolves. Bombe ist noch nicht gelegt. Wird aber hinter der Kiste. Wenn sie, oh, wenn sie zu lang gelegt wäre, wäre es eigentlich richtig gut noch gewesen. Oh, Kerrigan verschießt. Will danach direkt ein bisschen Gummibär spielen. Und ADL verreckt auch. 4:1 wird zum 5:1. Ja, trotz Fehler von Fetig. Ohne Probleme geholt die Runde. Aber bisher wirklich was Neues, was anderes hat Faculty nicht gespielt. Waren jetzt schon zum zweiten Mal schnell lang raus. Diesen schnellen A-Split durchgezogen. Müssen auch wieder in die Eco. Schnell lang. Was auch sonst. Schöne zwei Frags sind fertig. Gut aufgehalten. Und auch Mitte schon gespottet. Freeze und Dupree arbeiten ja wirklich immer sehr gut zusammen. Schön. Sehr guter Supporter, der Dupree. Weiß der immer genau, wann er rumzuziehen hat und wann nicht. Jetzt vielleicht mal was Neues bei Faculty. Ja, Aufbau über Cutters zumindest Zutritt. Kerrigan Bombenträger. Lang wieder genadet. Müssten sie gehört haben.
halten sich direkt mit raus. Sehr, sehr interessant. Derweil wurde aber Cutters gepusht. Und Spitfire hat das gut angesagt. Oh, der B-Spieler ist jetzt so eine Bedrängnis. Dürfte eigentlich keinen mehr machen. Da gab es gute Flashes drüber. Holt in der Tat noch zwei? What the fuck? Trotzdem die Überzahl. Ich hab nichts über T-Base. Er wird da aber steppen und Spitfire müsste ihn dann eigentlich hören. Oh, er schleicht. So viel Zeit hat er aber nicht mehr. Jetzt ist es bekannt. So, wie steht Faculty? Gar nicht mal so gut gegen... Ah, gut. Glaive hatte da doch eine ganz solide Posi. Und Chipnix geht da mit Stiften. Ah, wenn Glaive da einmal Becher zum Beispiel gewesen wäre, sehe ich schon wieder gar nicht so gut aus. Ja, er hatte gute Deckung da. Locht vor allen Dingen auch den Frag gemacht. Aber alle Ts sterben. Chipnix kommt an die AWP ran. Damit ist der Runden-Loss nicht mehr... Also zumindest verschmerzbar. Astana nähert sich mit großen Schritten dem Sieg. 13-9 steht's dort. Und Navi führt 7-3 gegen Very Games. Wieder lang raus mit einer leicht delayten Flash von hinten. Aber die sind nicht so gut. Wieder werden sie da lang aus dem Spiel genommen. Und Dupree treffsicher wie in je. Auch Kerrigan nach Ansagen, der hier 1 in 5 hat. Den ersten sich holt. Eine gute Nade noch fängt von Dupree. Chipmix hat gerade eine Flash angefordert, glaube ich. Und er sieht da das große, große Rohr von Kerrigan. Easy da runtergespielt. Sie sollten mal dieses lang lassen. Schon zum dritten Mal. Beim ersten Mal hat es geklappt. Da war das Überraschungsmoment noch irgendwie auf ihren Seiten. Aber jetzt zweimal, wo sie es wieder gespielt haben, nicht geklappt. Scheint so, als ob sie nicht mehr so viel in petto haben, im Repertoire. Krass, dass Chipmix da überlebt und nicht mal einen Damage kriegt. Funny, er wurde auch noch in so einem günstigen Moment erwischt, wo er da hochspringt. Trotzdem das Ganze locker flockig überlebt. Zu 2. Jetzt muss Shackle die mal ranklotzen, damit sie hier nochmal eine Chance haben. Sonst ist das Spiel schneller vorbei, als ihnen lieb ist. Jetzt sind sie zumindest nicht ganz rausgegangen lang. Sind da gut aus der Situation rausgekommen. Haben jetzt wenigstens mal wieder Raum eingenommen. Copenhagen Wolves A komplett außerhalb. Stehen da ganz gut für den B-Split. Sollen wir jetzt aber einfach. Ich meine, wenn sie jetzt A gehen, wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn sie da irgendwie Base runterflächen, das ist nur Fries. Und der steht dann Markloff in der Bushalte. Wenn der gut weggeflecht wird, vielleicht eine Smoke fängt, dann kann er da nicht viel machen. Sie würden auf jeden Fall auf Spot kommen. Jetzt kommt es auch auf die Granaten an und vor allen Dingen auf die Zeit, die ihn hier davon rennt. So, die Flash kam. Ticken zu spät vielleicht, aber egal. Er hat nur einen gemacht, macht den zweiten, nutzt da super den Schnitz, macht den. Den echt gemacht, den dritten machte da auch. Oh Mann, da fehlten einfach die Granaten zu lang. Die eine vielleicht ist da einfach zu wenig. 9-2. Ansatz gut, aber die Ausführung mangelhaft. Wieder eine Eco.
selten Terros so oft sparen sehen. Auf das 2. Es ist so geil, wie Instant Dupree da ist, um da Freeze zu helfen, zu unterstützen. Jetzt ist sogar Pimp von Beere vorgeschoben. Nice. Sie arbeiten da wirklich hervorragend zusammen mit der Mitte, kann man nichts sagen. Man fackelt die irgendwie ideenlos, planlos. Wirklich Druck auf B kam jetzt über die Cutters auch noch nichts. Gerade jetzt mit Kerrigan könnte man vielleicht mal das Überraschungsmoment nutzen, ihn da B vortasten lassen, mal ein B-Contact spielen oder so. Aber es geht wieder lang. Das ist das Einzige, was Trickle-D irgendwie kennt. Und ein bisschen Glück holt sich ja Glaive den Refrag. 4 gegen 4. So, jetzt steht wieder Mark... ja, Freeze. Na, doch nicht Markloff. Ist jetzt schräge geschoben. Boah, starker Schuss von Kerrigan. Respekt. Damit A geöffnet. Man hat noch einen Abfucker Mitte, das ist gut. Kurz steht aber noch einer. Boah, der hätte jetzt, wurde glaube ich gesehen. Krass von Fetig. Drehen hier die Runde innerhalb von Sekunden. Noch ist es nicht ganz vorbei. Kerrigan gut trifft. Boah, kriegt da gute Hits, eine gute Fläche auch ab. Kurzspieler hat sich auch schön viel Zeit. Sehr, sehr schöner Retake von den Copenhagen Wolves. 11 zu 2 als CT. Ähnlicher Spielverlauf wie vorhin bei Universal Soldiers gegen die Copenhagen Wolves. Nur, dass die Wolves da CT waren. Ah, Universal ist rangekommen. 13 beide gegen Astana. Bei Verigames gibt es ein Halbzeitergebnis von 5 zu 10. So, und hier öffnet Pronax mal lang die Runde. Das erste Mal, dass man hier eine Überzahl schafft am Anfang der Runde. Endlich ist da mal Kerrigan am B-Tasten. Schöne Hits von dem T. Wurde ja scheinbar schon gespottet. Sie steht zu zweit auf B, Mitte auch einer. Ah, Copenhagen Wolves schieben da einfach so gut. Das Spiel von Faculty auch zu durchschaubar. CT chillt da auch hinterm Plateau. Schön versteckt da die ganze Zeit. Muss ich da noch nicht mal mehr jetzt zeigen. Ja, weiß genau, er hat einen Mate da rechts. Ja, lässt sich aber raussprengen. Aber Pimp steht da am Auto. Ah, guter Refrag. Jetzt wird's doch nochmal... Ah, Pronax ist meilenweit weg. Die Bombe ist in Mitte. Die beschützt Chipnix. Gleich das Spiel 12 zu 2. Unglaubliche Zerstörung. Nachdem Faculty Navi geschlagen hat, unterlegen sie jetzt Copenhagen Wolves hier so krass. Na, warum auch nicht? Einfach nochmal lang. Mal passieren sie. Keine Nades, sondern eine gute Flash. Boah, der zählt ja gut planlos in der Grube. Das ist halt die Holzhammer-Taktik, die Brechstange, die jetzt vielleicht nochmal funktioniert. Ne, Bombe schiebt raus, wird gekillt. Beiden sind schon ultra low. Ah, das 2 sollten sie wirklich abhaken.
13:2 der Halbzeitstand. Da ist das Spiel fast eher vorbei als Universal Soldiers gegen Astana, was viel eher gestartet ist. Dort hat Astana jetzt das Draw sicher, 15:13. Und Varigames hat die Pistol geholt in der zweiten Hälfte. Und somit 6 Runden. 10 Runden bei Navi. Mal schauen, ob EPS Halbfinale vorüber ist. Wildfire verliert gegen Alternate 16:7 und Maus gewinnt gegen Enro 16:5. Nette Ergebnisse, somit haben wir mal wieder seit langer, langer Zeit Alternate gegen Maus. Das Matchup. Das sollten wir auch alle noch in voller Länge fast erleben können. Je nachdem, wie sich hier Faculty noch wehrt. Schauen wir uns mal an, was hier die Pistole bringt. Free spotted nur. Pronax. Und dann beiden am B. Es gibt einen B-Rush. Den hat Freund Pimp gut aufgehalten. Ah, oh, der L-Carrigan machen da aber auch einen super Job. Nur Headshots. Haben sie gesagt. Krass. Zack. So schnell kann es gehen. So schnell holt man eine ZT-Pistole. Doppel am B. Easy going. Schöne Headshots. Faculty bleibt im Spiel. Oh, Bronax kauft aber. Ah ne, Quatsch. Klar, dass Bronax kauft. So geschockt von dem Rundengewinn. Wurde ein bisschen faked, dann geht's B raus. Ah, waren aber keine Fakes. Na, einen. Ich hab nichts zu low schon. Vierte Runde. Bombe wurde leider nicht gelegt. Werden wahrscheinlich nochmal sparen, zumal Freeze hier auch wieder auf LP gehen will. Endergebnis bei Astana Dragons gegen Universal Soldiers 16:13 für die Ukrainer. Varigames die Pflichtrunden geholt, da steht es 8:10. Und auf die wehrt Faculty gut ab. Oh, das ist gut, zwei Waffen verloren, aber egal. Jetzt die erste Equipped Round. Freeze, wie angesprochen, wie vermutet, mit AWP. Carrigan auch als CT. Oh. Clay hinten, glaube ich, durchgesprungen. Oder? Ja, und Fries tötet ihn einfach. Das war, glaube ich, nicht mal Headshot durchs Tor oder so, sondern einfach normaler Body-Hit. Da sieht man, dass er schon ganz gut drauf ist, der Junge. Oh, schönes Duell. Das soll wohl ein A-Split geben. Ist komplett offen hier. Oh, Pimp entlang. Oh, krasser Shot. Krasses Movement aber auch von Pimp, wie er da gemoved ist. Spitfire. Bisschen komisch reagiert. Ist mit seinem zweiten. Dupree. Oh, der Instant Headshot. Der kennt einfach nichts anderes. Kleiner dänischer Scream. 14:5. Souverän hier die erste Equipped geholt. Mit Leichtigkeit.
Faculty jetzt schon wieder in Geldnot. Dafür haben sie die Anti-Ecos einfach nicht zu souverän genug abgewehrt. Man sieht, zwei Leute müssen ja auf P250 gehen. Aber First Strike sitzt. Fertig geholt. Jetzt müssten sie sich irgendwo sammeln. Gemeinsam Mitte raus. Ah, jetzt seht ihr es. Oh, da kommt keine Flash. Ich hab gesehen. Jetzt müssen sie mit dem zweiten rechnen. Nein. Krasse Flash von ADL, aber kann nur einen machen. Und damit ist der B offen. Schade, aber wenn ADL eine Waffe gehabt hätte, er hätte, glaube ich, alle gemacht. Alle. Selbst den, der B rausgelaufen wäre. Der Retake wird super schwer. Frieses Plateau, kann da Cutters übernehmen. Ach, muss er nicht mal mehr. Chipnix macht das. Somit die Gewissheit, dass da beide vorm Tor sein müssen. Spot. Stark. Fries macht einfach beide. 15 zu 5. Das Draw ist sicher. Beide denen. Und Faculty wird jetzt noch weniger Geld haben als zuvor. Spielstand bei Very Games 11 zu 10 für Navi. Also wird es auch nochmal richtig knapp. Schnell lang raus. Ah, gab es schon vielleicht von hinten. Oh, jetzt der erste fällt. Und wenn der zweite fällt, ist die Runde eigentlich schon so gut wie gegessen. Spitfire wehrt sich noch ein bisschen. Oh, warum zeigt sie sich nochmal? So, jetzt sind sie ein bisschen zu ängstlich. Sie hätten locker Zeit, oder sie hätten locker durchfahren können. Da war eigentlich nur Spitfire, der wäre abgesmockt gewesen, selbst wenn er kurz geschossen hätte. Sie wären gut durchgekommen. Faculty hat schließlich auch keine wirklichen Granaten. So, und jetzt sind da nämlich zwei da und einer kurz, also quasi drei. Mit ein bisschen Pech kassieren sie jetzt hier die Headshots. Aber sie gehen da ganz gut mit Granaten hoch. Oh. Chipnix, 1-on-2. Oh, ich sag's ja. Wenn sie da direkt durchgefahren werden, easy Runde. Scheiß drauf. Da war ja halt nur einer gewesen. Der Rest ist gerade am Schieben gewesen. Klar, sie wissen das nicht so richtig, aber da hat ihnen irgendwie am in die Eier gefehlt in der letzten Runde gegen Pistols. 15-6. Kerrigan direkt auf Gegen-AWP. Boah, war fast getroffen. Dupree schnell kurz. Lang deckt wieder nur Pimp ab. Oh, sehr schöner Read von ihm. Richtig geil. Sehr schön gespielt. Interessant auch die Nate, also komplett nur auf die Posi predicted. Exzellenter Langspieler als Terror. Gefällt mir gut in dem Match. Was machen sie aus der Überzahl? Faculty holt sich minimal die Kontrolle an Lang. Mittelspieler ziehen sich auch zusammen. Aber wenn man sich die Overview anguckt, Homing Wolves orientieren sich zum B. Ah, das können die T's, CT's sogar abwehren. ADL zeigt sich gar nicht. Bronax geht close, zieht er am Schlitz. Und in der Sekunde geht er weg. Aber zack, jetzt haben sie ein sehr gutes Kreuzfeuer. Oh, ADL hätte vielleicht nochmal Def gehen sollen. Wenn Bronax jetzt stirbt. Oh, er macht beide. Hervorragend, wie sie da die beiden, die ganzen CT's snacken. Sehr schön, T's, meine Güte. Schön da aber auch zum B gelaufen. Ich meine, klar,
Sie hatten lang kurz gecheckt. Da war nichts. Mitte hatten sie ja zu zweit gecheckt. War auch nichts. Logische Schlussfolgerung. Müssen Cutters sein. Beide hingeschoben. Gute Position gesucht. Haben auch das Timing noch auf ihrer Seite gehabt. Perfekt. Also CT können sie ja. Müssen halt nur enorm an ihrer T-Seite arbeiten. Dann kann man mit ihnen rechnen. Schauen wir mal, ob sie das bis zum Wochenende schaffen. Copenhagen Wolves mit einem Mitte-Go in der Anti-Eco. Boah, Pronax weiß gar nicht so richtig, was er jetzt machen soll. Aber sie kicken zumindest gut um. Krass. Doch nochmal alles gut gegangen. Wirklich souverän sah das jetzt nicht aus. Very Games. Da steht's 12 zu 11. Und noch ist der Sack hier nicht dicht. Fries diesmal scheinbar auch kein Geld gehabt für eine AWP. Kerrigan zieht kurz. Geht Dupree eigentlich immer mit einer Flash rum. Eine von hinten. Kerrigan, schöne Reaktion. Lang auch diesmal das Duell von Spitfire gewonnen. Glaive Mitte. Zwar nicht die Frag gesetzt, aber Headshot. Pronax auch da. Sieht wieder gut aus für Faculty, die Runde. Bomber an kurz, einer noch lang. Chipnix geht jetzt kürzer, er geht mit zu lang. Ist auch gar nicht so schlecht. Ich meine, sie haben jetzt sogar die Überzahl hier am A. Keine schlechte Entscheidung. Mal sehen, ob Spitfire... Boah, er kann es aufhalten. Hätten sie vielleicht Chipnix vorschicken sollen. Weil der jetzt wirklich unglaublich schwer... Wird da weggesprengt. Schade, das wäre perfekt noch gewesen, wenn Chipnix davor geht. Faculty bleibt noch im Spiel. Natürlich wichtig, auch fürs Selbstvertrauen hier, nach so einer desaströsen ersten Hälfte dann noch so viele Runden zu holen. Wieder eine Eco. Dann geht's raus. Leichte Probleme. Eieieiei, sollten sie jetzt hier wirklich diese Eco holen? Kerrigan hat wirklich jeden Schuss versemmelt. Oh, und fertig mit der gepickten ADL im 1-on-3. Und da fertig die AWA hat, sehe ich da wirklich schwarz. Oh, nochmal Smoke. Base. Hauptsache, so eine gute Smoke nochmal geworfen. Aber GG, Copenhagen Wolves besiegeln das Match in dieser Eco. 16 zu 10 lautet der Endstand. Damit hätten wir heute alle... Ne, 16 zu 9. Sorry. Damit hätten wir alle Matches heute beendet.